Requiem is a piece that gives, with the first listening, the sense that it was always there. It's very difficult to get in the idea that it's a commission of a human being to another human being. Dieses Wahre, dass der Mozart ein gläubiger Mensch war und das so komponiert hat und vermittelt hat und irgendwie bilde ich mir ein, auch zu hören, dass er selbst dem Tod schon so nah war. Das Schöne finde ich, dass es zwar ein Requiem ist, aber für mich ist es nichts Trauriges. Es hat so viel Hoffnung dabei. Einerseits dieses Verzweifelte, das ja auch der Tod mit sich bringt, dass man diese Ungewissheit, was kommt dann, und andererseits die Hoffnung auf Erlösung. The intuition is a very important thing, of course, in music, and the successful interpreter is the one that with his intuition he approaches the energy of the moment and he creates this flower that blooms. Theodor ist ein ganz tiefsinniger, tiefdenkender und tiefempfindender Musiker und Musikant auch, der ganz starke Vorstellungen hat von Phrasierung, von Aussprache, von Klang vor allem auch und von Atmosphäre. Was das Werk so speziell macht, ist wirklich, dass es das letzte war, was Mozart geschrieben hat. Und Theodor Korenzis führt jetzt sogar noch einen kleinen Teil auf, den ich selber nicht kannte, eine kleine Fuge, eine Armenfuge. Und das soll nach ihm wirklich das letzte sein, was Mozart geschrieben hat.
See you.
latronem exaudisti. Thank you.